Hallöchen, meine Hübschen. Es ist wieder JM-Kreationzeit. Und zwar hatte ich ja im letzten Video gesagt, dass das nächste Video wird, denke ich mir mal... Ja, weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall liegt neben mir wieder eine kleine Bestellung, die angekommen ist. Die liegt natürlich schon ein bisschen länger. Ich hatte erstens noch keine Zeit. Ist auch super. Erstens hatte ich noch keine Zeit. Und zweitens hatte ich ja auch letztens erst das andere Video noch gemacht. So, nach diesem hier wird es dann nochmal wieder eine Art Watch Me Craft geben oder vielmehr, wo ich euch dann zeige, wie wir dann eine Box zusammen machen. Und momentan steht das so ein bisschen 50-50, weil ganz viele wollen die Rollbox sehen und ganz viele wollen die Wellnessbox sehen. Also ich muss gucken. Lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall das nächste Video sein, was von JM Kreation kommt. Was auch das nächste Video sein wird, ist, ich habe hier genau gegenüber von mir wieder ordentlich Bestellungen liegen, die ich euch dann auch zeige. Also da wird es auch wieder ein Video zu geben. Ich warte noch auf eine Bestellung von Faltkarten und wenn die da ist, dann wird es ein Haul-Video wieder geben. Genau. So, jetzt fangen wir mal mit JM an. Und zwar habe ich bestellt, ich habe das mal hier kurz beiseite, ich habe natürlich schon alles wieder auf EZ-Mount geklebt. Und zwar habe ich nochmal, oder habe mir diese hier bestellt. Das sind so kleine Stempel sozusagen, die dann halt auch mal, manchmal braucht man ja auch einfach nur mal was Kleines. Und ich switche jetzt um, und zwar gehe ich jetzt auf das dünne EZ-Mount. Ich habe ja sonst immer das dicke EZ-Mount gehabt, das graue. Und ich habe mir jetzt mal so spaßenshalber das schwarze mitbestellt und ich finde das wesentlich schöner. Es lässt sich viel einfacher schneiden, es bapscht nicht ganz so doll wie das andere, man ist fixer fertig damit. Ja, und also das finde ich wesentlich schöner als das graue EZ-Mount. Und ja, genau. Und das sind die 6 Sprüche. Fand ich eigentlich mal eine ganz coole Idee, mal so kleine Sprüche zu haben. Und ja, einmal die. Das ist hier noch drauf. So, dann habe ich das süße Mäuschen hier bestellt. Die fand ich so niedlich. Ja, muss man nicht weiter was zu sagen, allein mit dem süßen kleinen Marienkäfer. Ich habe ja früher Mutschekiebchen dazu gesagt. Gut, aus dem Alter bin ich jetzt leider raus, ne, dass ich Mutschekiebchen sagen darf. Ich meine, kann es auch sagen, aber ne, aber ich finde die so niedlich, auch mit den Sommersprossen und so. Hier habe ich, na, hier ist sie, die kleine süße Maus. So, die. Dann, jetzt muss ich mal gerade gucken. Und zwar... wartet mal, wo habe ich denn die Stanze? Ist vielleicht einfacher, wenn ich euch dazu erstmal die Stanze zeige. Und zwar gab es in dem letzten Release diese Ticketstanze. Ich muss erstmal überlegen, wie sie hieß. Das war ja noch aus dem, war das das Februar-Release? Ich glaube, bei März oder März. Naja, eins von beiden. Und da hatte ich mir jetzt dann mal nochmal die Stanzen, hier die Stanze zu mitbestellt, weil ich dachte, nee, ich brauche das jetzt doch. So. Und dazu habe ich mir auch ordentlich ein paar Stempel bestellt. Und zwar einmal den hier. Relax mal wieder, nimm dir Zeit zum Träumen. Und dann ist natürlich auch immer ein so ein Barcode-Scanner mit bei. Ich zeige euch auch gleich nochmal Beispiele. Ich habe nämlich schon was fertig gemacht. Na, also hier einmal die Stanze. Und dann, ach, ich lege die Stempel mal da hoch. Das, die Stempel sind ja im Endeffekt auf dem Teil immer mit drauf. Also brauche ich euch ja eigentlich auch immer nur den Zettel zeigen. Dann nochmal den. Schön, dass es dich gibt. Da steckt viel Liebe drin. Und da steht Einzelstück. Auf dem anderen stand nur für dich. Und dann, lege ich mal hier oben hin. Nochmal den. Freupost für dich. Wünsch dir was. Und auf dem kleinen steht Sonderanfertigung. Also ich finde das total cool. Ne? Mal so als Geschenkeanhänger oder so, finde ich das eine absolut mega geniale Idee. Und einen habe ich noch. Ich lege mal die Stempel da unten. Hoch sollst du leben, lass es krachen und dann steht hier Geburtstagspost. Genau, so. Und dazu habe ich euch schon mal, wo habe ich das jetzt hingeschmissen? Ich habe mal so ein paar gemacht. Ich habe ganz normal auf Designpapier, das ist jetzt hier zum Beispiel welches von Action,
Da habe ich noch ganz viel von, so meine Lieblingspapiere, so dieses ganze Marmorierte und so. Na, was heißt Marmor? Ja, das ist halt so, ja, so marmoriert halt. So. Und hier habe ich jetzt dieses Hoch sollst du leben. Und da kommt dann halt, oder kann man diesen Barcode-Scanner raufmachen. Und ich finde das total toll, wenn man sowas an Geschenk mit dran macht. Oder man kann es ja auch auf eine Karte rauf machen. Dann klebt man halt nur praktisch den hier fest, dass der andere so ein bisschen hoch steht. Ich meine, man reißt es ja nicht ab. Aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. Den habe ich gemacht. Hier habe ich mal einen in Blanko gelassen. Dann habe ich hier nochmal Freupost für dich. Und hier steht ja die Sonderanfertigung. Nimm dir Zeit zum Träumen und nur für dich. Genau, ich hab sie alle praktisch einmal doppelt gestempelt und das ließ sich wirklich super stempeln da drauf. Man muss dann natürlich ein bisschen gucken, dass man das relativ gerade stempelt, aber gut, das ist ja logisch, dass man da so ein bisschen gucken muss, aber ich finde das total cool. Und ich habe jetzt gleich ein paar auf Vorrat gemacht, dass wenn ich jetzt mal irgendwie, jetzt kommt ja Ostern, wenn man was verschenkt oder so, dass man da noch sowas irgendwie mit ranhängt. Man kann sich ja auch Hier kann man sich auch noch ein Loch ranmachen, ein Loch durchmachen und dann mit einem Band ranhängen. Ne, man kann das ja hier trotzdem lesen. Also ich fand das wirklich, finde ich, eine mega Idee. Ich habe nur gedacht, es wäre größer, aber im Endeffekt, es reicht ja. Und dann ist ja auch noch so ein kleines Ticket, eine kleine Ticketstanze dabei. Die habe ich jetzt aber noch nicht großartig getestet. Und dafür sind halt diese kleinen Stempel noch mit dabei. Ne? So diese kleinen, die man dann praktisch auf diese kleine Ticketstanze sozusagen mit drauf machen kann. Genau, das war das. Dann habe ich hier noch einen Stempel, den ich bestellt habe. Und zwar den hier. Geburtstag ohne Geschenke ist möglich, aber langweilig. Und Happy Purzeltag. Ich bin nämlich auch so eine, wenn ich ab und zu mal so Leuten zum Geburtstag schreibe, schreibe ich auch mal Happy so. Und Birthday auch so richtig schön doof, ne? Und da fand ich den so richtig cool. Und deswegen musste der noch mit. Ich will jetzt wieder mal so ein bisschen mehr in die Geburtstagskartenproduktion gehen. Bei mir haben immer viele Leute Geburtstag. Das geht jetzt langsam wieder los. Dann habe ich mir noch einen richtig schönen großen Hintergrundstempel bestellt. Und zwar den hier. Den habe ich mir auch schon auf EZ-Mount. Und hier, den habe ich zum Beispiel nochmal auf das Dicke geklebt, weil der war mir zu groß, um auf den schwarzen zu kleben. So viel hatte ich nicht mehr über. Ich habe mir nämlich erstmal nur so eine Platte bestellt in diesem dünnen EZ-Mount. Aber ist vollkommen okay. Also geht natürlich ein bisschen was bei drauf, wenn man so einen großen Stempel hat. Ich habe den auch noch ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe mir den noch selber ein bisschen zurechtgeschnitten, weil da war noch sehr viel Überschuss dran, wo ich der Meinung war, das braucht man nicht mehr. Und das habe ich mir dann noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Dadurch wurde auch noch mal einen kleinen Ticken kleiner. Und das ist halt so diese Holzoptik. Finde ich total cool. So kann man auch mal sein Designpapier selber machen. Das habe ich ja bei der, Moment, bei der Osterbox, habe ich das ja auch gemacht. Ne, dass man da dann einfach sein, ich habe jetzt schon ein paar Mal gezeigt, aber dass man da einfach sein Designpapier selber macht. Ne, man muss ja nicht immer das nehmen, was man hat, sondern man kann ja auch einfach selber machen. Und ich finde, mit sowas geht das auch total toll, finde ich. Ja, das waren auch schon die ganzen Stempel. Jetzt kommen wir zu den Stanzen. Und dann kann ich das jetzt nämlich endlich mal alles verräumen. Da habe ich mir einmal die mitgenommen. Die fand ich ganz cool. Ne, das macht dann praktisch so einen schönen ausgefransten Kreis. Und dann ist da noch ein Sternchen mit bei. Genau. Ne, einmal die. Dann habe ich mir die mitgenommen. Die fand ich nämlich richtig toll, weil. Warte mal, jetzt müsste ich das einmal auseinanderbauen. Warte mal, ich muss mir mal eine Schere holen. Ich will euch das mal zeigen. Sowas brauche ich, suche ich, nehme ich nochmal im Groß. Ich glaube, da muss ich Jutta, also die Chefin von JM Kreation, nochmal anschnacken, weil das finde, sowas möchte ich nämlich gerne nochmal in Groß haben. Und zwar, das gibt es auch von anderen Firmen, von Lawnfawn und so, aber die sind schweineteuer. Und zwar stanzt die euch in dem Sinne nichts aus, nur die Mitte stanzt es euch aus. Das heißt, dieser gestitchte Rahmen bleibt und dieser Wellenrahmen und in der Mitte ist alles raus. Und sowas hätte ich gerne größer, praktisch wie so ein
verschiedenen Größen, so von normalen Kartenaufleger bis immer kleiner, dass man auch mal so, wenn man jetzt, warte mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, habe ich jetzt hier gerade mal eine Karte von JM Kreation, ja, ich nehme nochmal die Osterkarte. Wenn man jetzt hier so eine Karte hat, dann kann man praktisch, wenn man den jetzt hier in groß hätte, so, was weiß ich, einfach hier so an Rand mit ransetzen, das ausstanzen. Der Rahmen bleibt ja alles, nur in der Mitte wird es ausgestanzt. Und da kann man, ja dann so eine Figur reinsetzen oder irgendwas anderes. Und da muss ich Jutta wirklich nochmal fragen und anhauen und ihr mal so, weil wir dürfen ja auch manchmal so Tipps geben und so oder was wir uns mal wünschen. Das würde ich total cool finden, wenn das mal noch in größer geben würde. Und dann ist, wie gesagt, noch eine Blume dabei, noch so ein Wirbeldingsbumsdingens. Und nochmal einfach so ein Rahmen sozusagen. Also, na, ihr wisst, ihr seht's ja. Na, die? Ich habe heute schon wieder leichte Wortfindungsstörungen, müsst ihr euch nichts bei denken. Dann, die waren jetzt schon länger auch auf meiner Wunschliste, habe ich mir einmal die bestellt und die sind einmal mit Stitchrahmen und einmal ohne Stitchrahmen. Na, also der hier hat wieder den gestitchten Rahmen und der ist einmal ungestitcht sozusagen. Und die habe ich mir beide nochmal bestellt, weil es auch mal ganz nett ist, auf so eine Karte drauf und eine Figur drauf oder irgendwie so. Deswegen mussten die beiden nochmal mit. Dann, um das auch aufzufüllen, habe ich ja jetzt nur schon alle von. Die Rechtecke, die Quadrate, die Kreise. Jetzt fehlt mir noch hier diese Ovalen. Da hatte ich letztens auch schon eine Idee mit. Muss mal gucken, wie ich das umsetze. Ich habe ja viele Ideen immer. Aber erstmal mangelt es stellenweise an der Zeit. Und zweitens auch, man weiß immer nicht, womit fängt man jetzt an. Weil man so viele Ideen im Kopf hat. Das ist immer ganz schlimm. Also mein Kopf ist momentan so voller Ideen. Aber ich schaffe nichts. Dann kommt manchmal auch noch die Lust dazu, dass man sagt, oh, irgendwie, jetzt wird das Wetter auch langsam wieder besser. Ja, man muss, aber ich bleibe dran. Ne? Und die fand ich auch noch total schön. Und die musste natürlich noch mit in mein Repertoire mit rein. Machen wir dann weiter. Dann habe ich hier nochmal, das sind ATC-Stanzen. Ich kann euch ja mal gerade zeigen, ich habe hier noch zwei, drei ATCs. Das ist jetzt zwar nichts von JM Kreation, aber um euch das einfach mal zu zeigen. Und ich habe auch von Jutta in dem Sinne das okay, dass wenn ich euch Beispiele mit den Sachen zeige, dass ich da auch andere Marken mit reinbringen kann, um es euch halt verständlich zu erklären. Also ich muss schon Produkte davon benutzen, aber ich darf zum Beispiel, wenn ich jetzt mit euch so eine Box mache, so wie hier, und die mache ich mit euch im Video zusammen, darf ich auch, so wie hier, so ein Stamping Bella Stempel mit dazu nehmen. Ne? Weil hier geht es ja im Grunde genommen am meisten um die Box und nicht um das, was ringsrum ist. So, und hier zum Beispiel, das ist eine ATC-Karte, die habe ich mal gemacht. Ist jetzt natürlich von einer anderen Firma, aber nur, weil ich es noch nicht gemacht habe, um euch zu zeigen, das ist halt diese typische ATC-Größe. Und fand ich total toll, weil hier ist auch einmal mit gestitcht, zweimal ohne. Hier könnte man auch praktisch, so wie ich das bei der gemacht habe, dass man den Aufleger hat und noch so einen Hintergrund hat. Und dann hier noch so ein paar Banner mit bei und nochmal hier so ein Hallo. Und die anderen sind hier auch nochmal herzlichen für dich, danke, Glückwunsch. Die sind hier mit drunter, die dann das einfach nur wieder so reinprägen. Und da werde ich jetzt auch definitiv beigehen. Also ich wollte auf jeden Fall ein paar ATCs machen, nur mit JM-Sachen. Also das, vielleicht machen wir das auch zusammen, müssen wir mal gucken. Aber da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich liebe ATCs. Ich habe auch schon lange keine mehr gemacht. Von daher wird das echt Zeit, dass ich mal wieder welche mache. Dann habe ich so eine Stanze nochmal mitgenommen. Das ist einfach, mir ging es um die Banner. Und hier so eine Gutscheinstanze habe ich auch noch nicht. Das passte auch ganz gut. Aber mir ging es um diese Banner. Ich mag ja auch immer dieses Verschnörkelte und so. Ne? Das finde ich immer total toll. Genau, also so sieht das denn aus. Und man hat hier praktisch wieder einen Hintergrund und einen Aufleger. Könnte man machen, wenn man... warte mal, wo packe ich denn das jetzt noch hin?
Da ist auch die Nummer gar nicht zu sehen, ne? Naja, gut, hier unten ist nochmal die Artikelnummer, falls jetzt schnell einer Pause machen will oder so. Ne? Da. Die. Dann habe ich mir nochmal eine andere Textstanze mitgenommen. Ich habe ja schon eine. Habe ich euch ja auch schon was mitgezeigt. Das war ja aus meinem ersten Monat, wo ich dabei war. Das war ja diese Textstanze, die ich ja absolut mega finde. Ich finde diese Form. Wie gesagt, ich stehe total auf dieses Geschnörkelte und so. Stehe ich total drauf. Und ich will mir nochmal so nach und nach die ganzen Textstanzen von JM auch nochmal holen, weil ich mache total gerne diese Textstanzen. Genau, und hier ist dann auch nochmal so eine, oh, ihr merkt ihr das, ich total die Wortfindungsstörung heute. Na, womit man sich hier oben praktisch so eine Lasche machen kann. Die, wo ist denn hier die Artikelnummer? Oh, die sieht man gar nicht. Da, das ist die 00158. Genau, die. Jetzt habe ich noch zwei Stanzen und dann ist auch hier noch. Dann habe ich mir noch eine Slimline-Stanze mitgenommen. Die macht aber nur, die stanzt hier nur einen Rahmen aus. Also die ist, ne, das sieht man ja auch, sie stanzt da einmal aus und sie stanzt hier aus. Das heißt, sie macht einfach nur so einen riesen Wellenrahmen, den man sich dann praktisch auf eine andere Slimline-Karte, Stanze oder Aufleger von JM raufpacken kann. Und dann sind halt noch diese Stanzen hier mit bei. Die fand ich auch ganz cool. Ich mag so, ich liebe, wenn noch viel dabei ist, was man noch so mitnutzen kann. Das find ich immer absolut mega. Und ich liebe ja sowieso Slimline-Karten. Ach, ich würde euch ja zu gerne... Eigentlich kann ich euch die ja auch schon zeigen. Mann, zeige ich. Ich habe euch ja die anderen Karten, habe ich ja euch nur auch schon alle gezeigt. Ach, ich zeige euch das jetzt. Viele sind ja auch nicht bei Facebook und Instagram. Da ich ja so ein Slimline-Karten-Fan bin. Das ist jetzt, die Karte, die ich euch jetzt zeige, ist eine, die jetzt erst im April... Was haben wir denn jetzt? März haben wir jetzt, ne? Ja, die jetzt im März für das Release noch mit rauskommt. Und zwar diese hier. Da ist nichts von den Neuheiten mit bei. Das ist eine, wo ich halt auch mal ein paar ältere Sachen genommen habe oder welche, die jetzt nichts mit dem Release zu tun haben oder so. Und das ist zum Beispiel auch eine Slimline-Stanze von JM. Und das meine ich, dann stanzt man sich diesen Rahmen aus und könnte den, bei der wäre es jetzt schade, weil dann sieht man diesen tollen gestitchten Rahmen nicht, könnte die praktisch hier so drüber legen und dann hätte man diesen tollen, gewellten Rahmen. So, ne? Und die finde ich auch total cool, die Karte. Ne? Die sparkelt und schimmert, da fällt jetzt gerade nicht so auf. Ich kriege das immer nicht so richtig eingefangen, aber die finde ich auch richtig toll. Und da habe ich auch mit den Distress Inks gearbeitet. Momentan mag ich gerne die Inks benutzen, weil die einfach kräftiger sind von den Farben her und so. Und ja, das sind aus zwei verschiedenen Slimline-Stanzen, habe ich von JM genommen. In dem einen Set waren auch diese Stanzen mit bei, einfach so ein bisschen anders hingelegt. Der Banner ist da auch. Aber das kommt alles noch. Ja, und das ist zum Beispiel auch eine Karte davon. Na, also ich liebe diese Slimline-Karten. Und ich habe auch jetzt endlich Hüllen gefunden, dass ich nicht mehr Karten... Ich mache das ja bis jetzt immer so, dass ich zwei normale Kartenhüllen nehme und stopfe mir die dann so praktisch ineinander, dass die Karten geschützt sind. Und ich habe jetzt endlich, das seht ihr in meinem nächsten Haul-Video, habe ich jetzt endlich Kartenhüllen gefunden für Slimline-Karten. Ja, aber da kommt es in meinem nächsten Haul-Video drin vor. So, die letzte Stanze. Da kommt wieder was für die, die immer total sich drauf freuen, wenn Videos von mir kommen mit den Verpackungsvideos, wenn ich zeige, wie ich die mache. Und das ist die Lip Balm oder Labello Lip Balm Box. Also praktisch für ein Labello. So, ne? Oder mit Labello wäre ja wieder Werbung, also sagen wir Lip Balm Box. Und man kann sich hier drauf, jetzt gerade mal ganz schlecht erkennen. Moment. Ne? Und da ist ja auch dieses für dich noch mit dabei. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich liebe ja sowas. Ne? Habe ich euch ja nun schon tausendmal gesagt. Auch die hier, ne?
Die hat mega Spaß gemacht, aber ist halt sehr zeitintensiv. Deswegen habe ich noch so ein bisschen am Hinten überlegen, wie ich das Video mit euch mache. Aber ich lasse mir was einfallen. Aber die wird relativ fix gehen. Aber da freue ich mich auch schon richtig drauf. Vielleicht mache ich auch gleich noch was. Jetzt ging es ja darum, dass ich euch das erstmal alles zeigen kann. Und ich meinen ganzen Sachen verräumen kann. Ja, das war's. Es ist, wie gesagt, wieder ordentlich was angekommen. Jetzt habe ich wieder ordentlich Sachen, womit ich rumwerkeln kann und wieder meine Beiträge machen kann und überhaupt. Ich benutze ja auch für mich privat, wenn ich jetzt nicht für JM Beiträge mache, sondern auch für mich privat schon sehr viel von JM. Wie gesagt, ich mache ja diese Slimline-Stanzen so gerne, ne? Also da muss ich Jutta auch noch mal ein bisschen anhauen, dass sie da noch ein paar mehr macht, weil ich finde das total toll. Da habe ich noch so viele Ideen im Kopf, was man dann noch so für Slimline-Stanzen machen könnte. Ja, so ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, da werden wir eine Box machen. Ich gucke welche, es werden auf jeden Fall beide kommen, aber ich weiß noch nicht, mit welcher ich jetzt anfange. Dann kommt, wie gesagt, ein Haul-Video mit anderen Firmen natürlich. Und ja, lasst mir wieder ein Däumchen da. Lasst mir einen lieben, netten Kommentar da. In letzter Zeit, ich freue mich da tierisch drüber, dass wirklich so viele Kommentare immer kommen und so lieb und so nett und die sich freuen, auch dass sie bestellt haben und so. Ich freue mich auch mega darüber. Und ja, die Abonnentenzahlen wachsen auch. Ich hatte ja in meinem anderen Video gesagt, dass wenn ich die 3000 Abonnentenzahl hier bei YouTube geknackt habe, dass es dann eine Verlosung geben wird. Was es wird, lasst euch überraschen. Da will ich vorher diesmal nichts verraten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis dahin, eure Miss Pepernidel. Tschüss!